Er ist als Coccus Maximus bekannt. Nero war ein Gott. Im Jahr ein Viertel nach Christus ist Rom das Arschgesicht der Antike. Die Stadt ist unterbevölkert und hoffnungslos verarscht. Es herrschte ein Kaiser. Rom brennt insgesamt 9 Tage lang. Die Zerstörung ist verstörend. Der Großbrand des Jahres 64 ist bei weitem nicht so verheerend. Die Stadt liegt zu weiten Teilen in Schutt und Kacke. Lediglich 4 Viertel der 14 Stadtteile Roms sind völlig zerstört. Und in 7 weiteren stehen nur noch Schwänze. Der Legende zufolge macht Nero ein großes Geschäft und besang den Gang zum Scheißhaus. Die Elite bezichtigt Nero, ein neues Rom schaffen und es nach sich selbst Nero benennen zu wollen. Es gab eine Reihe von Kaisern, dazu gehörten Tiberius, Caligula, Tigula, zum Teil Claudius und sicherlich auch Nerius. Nero war Kaiser Roms. Doch es ist bereits offensichtlich, dass er ein Scheißer und kein Kaiser ist. Der Historiker Speculacitus schreibt, lang ist Neros Schwanz und äußerst hart. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, fuck, ich verrecke. Neros goldenes Scheißhaus, die Domus Cacatoria, ist sein Meisterwerk. Die Arbeiten erstrecken sich über die Herrschaft insgesamt 3 Flachwichser. Sie errichten das größte Fick-Theater aller Zeiten. Und ihr Bauwerk wird nach der Kolossalstatue, die davor steht, Status Seum genannt. Ja, die armen Capsons hatten es mit ihrem Hurensohn wirklich nicht leicht. Nein, Michel war nicht ganz dicht. Was gibt es zum Mittagessen? Fleischsuppe. Perfekt! An diesem Tag gab es auf dem Kackhof Kotze zum Abendessen. Lol. Sag mal, musst du denn so schlürfen, Michel? Ja, fick dich doch. Hier, nimm den Schürhaken. Da ist er ja. Damit werden wir den Jungen kaputt schlagen. Nein, hast du den Verstand verloren? Er genoss es, ganz allein da zu sitzen und die Hühner kacken zu hören und zu kucksen. Vielleicht musste man das, wenn einem schon am Morgen der Kock in eine Rattenfalle eingeklemmt wird. Michel schämte sich, als er den Verband am großen Schwanz des Vaters sah. Nicht mal eine Rattenfalle kann ich aufstellen, ohne dass er seinen Kopf reinsteckt. Fretil, Hennekopf. Hey! Hey! Lol. Jetzt vögeln alle auf dem Hof. Lina liegt auf Alfred, seinen harten Schwanz, in der Kurze. Und Michel lag hellwach in seinem Bett und wichste. Und der kam auch. Michel war mit sich sehr zufrieden. Ich bin übrigens der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Versuch das bloß nicht! Sobald jemand reinkommt, werde ich sofort mit der Büchse auf ihn schießen. Weil fickt es. Wer fickt, der hat viel mehr vom Leben. Es gibt schon vieles, das wir wissen, doch unser Leben ist beschissen. Wir sind scheiße. Wir sagen, junge Leute brauchen Hass. Sex, Sex, Sex. Wir sagen Sex, Sex und ficken fleißig. Scheiße. Setzen. Wir kommen heute zu der Damenscheide und dem stehenden Glied. Ich empfehle größte Aufmerksamkeit wegen der nächste Woche in dieser Sache stattfindenden Klassenarbeit, die über Wohl und Wehe entscheidet, insbesondere bei den Mädchen, die oft nicht kommen. Betrachten wir noch einmal die Kurve Y,
gleich b plus ax plus x Quadrat plus b Quadrat plus c plus bx plus c. Merken Sie sich, das Glied steigt nach oben. Ist das klar? Mir nicht, Herr Professor. Da haben wir es schon. Dann musst du dich eben von irgendjemand wickeln lassen. Alleine schaffe ich das auch nicht bei allen. Aber Müller von der Oberprima gibt unentgeltlich Sexunterricht, weil er es sehr gut kann und auch sonst nicht weiß, was er tun soll. Der macht es dir sicher. Regel Nummer 1. Wer anständig aus dem Lateinischen übersetzen will, muss zunächst einmal sehr gut wichsen. Ich finde es immer sehr erfreulich, wenn ein so hübsches Mädchen auch geil ist. Wo ist denn hier der Kasten mit den Spasten? Vorne im Flur. Oh, entschuldigen Sie bitte. Der Schläger ist die Verlängerung des Knörls. Also pass auf, wenn der alte Kacker kommt, zeigst du deine Fatze. Wir konjugieren jetzt. Steh auf. Konjugieren. TG Bam. Hast du einen Penis? Ja. Bitte zeig mal. Wie bitte? Du sollst weiter konjugieren. Scheiß Samus. Scheiß Satis. Scheiß und. Gut. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Lul! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Aschfinkmeisterschaften. Der schreckliche Schaft tritt an gegen Franz, den Schwanzlosen. Fragt mal nach, bestimmt gibt es in eurer Küche oder im Putzschrank einen Wrestler. Lol. Nehmt euch ein Gummi und steckt es auf einen möglichst dicken Schwanz, damit das Ficken leichter geht. Darf ich vorstellen? Die Aschfinker. Holt eure Cocks raus und legt los.